7:11 und ist ja schon mal unterwegs. Und heute war es ein Gottesdienst. Wie hast du denn wahrgenommen, diesen Gottesdienst? Wie war das für dich? Ja, also ich bin ja losgefahren zu Hause und habe gedacht, ich fahre auf die Demo. Und dann habe ich schon unterwegs mitbekommen, ich war noch in Ludwigsburg, dass es jetzt ein Gottesdienst wird. Und habe ich mich gefreut, weil ich bin ja selber auch sehr spirituell. Ja. Habe zwar eher so die indianische Spiritualität, aber bin ganz zufrieden damit, auch wie das hier so gelaufen ist. Ja. Und so, ja, genau. Genau, das ist ein Multitasking. Ja. Ich habe Mikrofon, die Kamera raus, genau. Ja, weil die Inhalte sind eigentlich fast alle Kulturen die gleiche. Und ich habe hier einen ganz normalen Gottesdienst erlebt, also mit einem leichten Touch vielleicht zu den amerikanischen Gottesdiensten, wo so gospelmäßig was gesungen wird. Und, ist das denn falsch? So, darf man nicht mehr singen? Darf man keine schnelleren Songs mehr hören im Gottesdienst? Also ich denke mal, es ging gar nicht wirklich um den Gottesdienst. Meine Meinung ist, dass es denen darum ging, dass sie die Meldung produzieren, der Gottesdienst wurde aufgelöst, weil da keiner war. Ja, das war das Ziel, und um die Inhalte des Gottesdienstes geht es eigentlich gar nicht. Da wird es dann juristisch wahrscheinlich später darum gehen, aber die verzögern das natürlich, wird dann jahrelang wahrscheinlich dauern, bis das irgendwann mal alles aufgearbeitet ist. Und ich glaube jetzt nicht, dass es hier was anderes ging, als um uns zu stören. Du hast es ja gesehen, am Ende die Polizei kam, wo man einfach in die Technik rein. Ja, das war sehr lustig. Das war lustig, du selbe Ketter für Arme. Dürfen die das eigentlich in die Technik reingreifen und das versuchen auszumachen? Ist das überhaupt erlaubt, sowas? Also keine Ahnung, ob das erlaubt ist, da müssen wir vielleicht den Markus fragen. Aber es war auf jeden Fall eine skurrile Situation. Ja. Und ich habe mich sofort erinnert gefühlt an den 1.8., ja. Wo ich auch auf der Bühne war. Und alles, ich krieg's immer mit. Ich bin erst 10 Minuten auf der Bühne gewesen, wollte den anderen filmen. Und dann kommt plötzlich die Polizei und ich habe schon das Gefühl, dass ich die anziehe. Keine Ahnung. Aber ja, dass das dann wieder so eine skurrile Situation wird, das hätte ich also nicht erwartet, als ich kurz davor auf die Bühne gegangen bin. Markus, da war die letzte Frage, wie geht man runter? Ja. Nur die Frage, es ist ja noch eine Minute, du bist ja der strenge, herzliche Rechtsanwalt. Die Polizei hat reingegriffen, einfach in die Technik, hat alles runtergezogen. Darf die Polizei sowas? Die Polizei meint heutzutage viel zu dürfen. Also in der Art und Weise dürfen sie es eigentlich nicht, weil die Polizei darf eine Versammlung auflösen oder beenden, bei einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ja, da muss eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegen. Diese Gefahr lag hier vielleicht vor, politisch gesehen. Ja, es ist vielleicht für gewisse Gegner von friedlichen Gottesdiensten ein Problem, wenn die Menschen das machen. Also das ist jetzt etwas überspitzt, aber ein Gottesdienst aufzulösen mit dem Argument, und zwar sofort aufzulösen, man darf dort nicht singen. Keine Musik machen. Das ist zutiefst rechtswidrig. Da hoffe ich auch, dass mal einfach mal der ein oder andere Pfarrer oder Gläubige, der das jetzt hier gesehen hat, wirkt mal auf eure Priester, auf eure Pastoren, auf eure Pfarrer ein, was hier gerade passiert ist. Hier hat man einen Gottesdienst, den man jetzt stundenlang praktisch toleriert hat. Gefallen hat sie nicht, aber man hat ihn natürlich toleriert. Aufgelöst, damit die Menschen gesungen haben. Und zwar, also christlich geprägt, soweit ich das jetzt verfolgt habe. Ich habe dem Einsatzleiter mal gesagt, jetzt hören Sie mal genau zu, was der gerade singt. Der singt ja nicht die Scorpions. Ja. Ja? Der singt religiöse Texte. Das gehört auf eine in den Gottesdienst. Und dann direkt zu sagen, wir lösen jetzt auf. Also ich habe mal gelernt, Ultima Ratio-Prinzip. Wo ist die Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Ordnung? Die haben es ja noch nicht einmal argumentiert. Die hätten jetzt sagen können, okay, ihr seid so laut, hierdurch wird irgendwas gefährdet. Aber wir sind ja auf der Theresienwiese. Ich glaube, das nächste Gebäude ist 300 Meter weg oder 400 Meter. Und es ist einfach reine Willkür. Aber dann müssen jetzt halt auch mal diejenigen, die hier in München dafür verantwortlich waren, also von den Teilnehmern oder von den Veranstaltern sagen, da gehen wir jetzt mal dagegen vor. Ich hoffe, die Nummern von dem Einsatzleiter sind da. Und da muss man halt gegen den mal juristisch vorgehen, dass das, was er hier gerade gemacht hat, rechtswidrig ist. Das kann aber nicht ich machen, sondern das müssen die Leute immer vor Ort machen. Hat man Chancen, Einsatzleiter vorzugehen? Ja, hat man Chancen. Also ich kann dann einfach, er interpretiert das jetzt wie eine Versammlung, hat gesagt, ja, das ist eine Versammlung, weil die Leute singen. Also ich habe in der Kirche auch schon öfters Leute singen gehört. Ja. Das ist eigentlich, nach meiner Kenntnis, ist es so, ist wohl auch in Bayern so, also ein Staat, der sich ja irgendwie als christlich verkauft. Und dann hier so herzugehen, vor allem zu sagen, das Lied wird nicht mehr zu Ende gespielt. Sie sorgen es dafür, dass das aufhört oder ich höre es auf. Ja. Ich sorge dafür. Das ist rein politisch motiviert. Super. Man möchte hier nicht einfach irgendeine positive Grundstimmung, auch keine religiöse Grundstimmung. Und deswegen versucht man das direkt abzutrennen. Das ist natürlich Armutszeugnis
für den, der das jetzt verantwortet hat. Und ich bin mir sicher, der hat irgendwo von oben den Befehl gekriegt. Das ist uns jetzt zu positiv, das ist uns zu... Wie soll man sagen? Zu friedlich? Ja, zu fröhlich. Zu fröhlich oder was auch immer. Ja, also gehen wir mal runter. Okay, wir gehen runter. Sehr, sehr gut. Ja.